In der ägyptischen Mythologie hat der Gottkönig Osiris die Reiche geeint und weise und gerecht über Ägypten geherrscht, bis er von seinem Bruder, dem Thronräuber Set, getötet wurde. Osiris' Frau, die Göttin Isis, barg den leblosen Körper ihres Mannes. Mit der Macht des Stabes von Osiris brachte sie ihn in die Welt zurück. Allerdings gerade lange genug, um einen Sohn zu empfangen, Horus. Als Set hörte, was sie getan hatte, stahl er den Stab und setzte Isis und Horus mit Hilfe seiner Macht gefangen. Dann riss er die wiederbelebte Hülle von Osiris in Stücke und verteilte diese über das gesamte Land, bis er unangefochten über Ägypten herrschte. Als die Macht seines Reiches schwand, stieg er hinab in die Unterwelt, die Duat, um dort noch größere Macht zu finden. Doch nur Osiris hatte die Macht, aus der Duat zurückzukehren. Und ohne den Stab war Set dort für alle Ewigkeit gefangen. Der Osiris-Tempel blieb tausende von Jahren versiegelt, bis sich ein Zugang entdeckte. Aber ich war nicht allein. Carter Bell, ein aufstrebender Archäologe, suchte ebenfalls nach dem Stab. Hier war er also, der Stab von Osiris. Jetzt war das Rennen eröffnet. Carter, warten Sie! Ha! Diesmal nicht, Croft! Aber es war zu spät. Der Stab war eine Falle. Der Tempel ein Kerker. Carter und ich wurden verflucht. Wir schulden euch Dank, Reisende. Ihr habt uns aus unserem Gefängnis befreit. Aber nun seid ihr des Todes. Ihr habt nicht viel Zeit. Die Duat, das Reich der Toten, erwartet euch. Ich bin Isis und das ist mein Sohn Horus. Wir sind die letzten der alten Götter, die gegen Set standen. Wenn ihr leben wollt, müssen wir aus diesem Tempel fliehen und die Teile von Osiris finden,